Noch was zu dem Let's Play. Es ist lange her, dass ich das Spiel gespielt habe, mal wieder. Und das führt ohne Umschweife dazu, dass es problemlos sein kann, dass ich irgendwelche Geheimnisse oder Gegenstände, die wichtig wären, also nicht für den Spielverlauf wichtig wären, aber die hilfreich wären oder so, vergesse. Ah, könnte das passieren? Wäre es möglich? Ich meine, ich sage das hier, nachdem ich die Hälfte der Items im ersten Level in Folge 3 bereits übersehen habe. Es könnte sein, dass ich nicht wie ein Pro spiele. Es wäre denkbar. Am besten sage ich gleich noch, aber ich schreibe in die Beschreibung, wo jedes einzelne Item ist, weil das wäre mein Stil. Und aus dem Grund werde ich einfach alles, was ich sehe, was ich im Level vergessen habe, in die Beschreibung schreiben. Nur um's komplett zu haben. Also das hier soll kein Walkthrough werden, ist als solcher auch recht ungeeignet, wie man bis spätestens jetzt bemerkt haben sollte. Aber allein um alles komplett zu haben. Wir können übrigens nicht um Ecken hangeln. Das sollte man vielleicht wissen. In den neueren Tomb Raider-Teilen geht das. Schon in Tomb Raider 5 geht das. Vier auch. In Tomb Raider 3 noch nicht. Nee, das spielst du Es gerade, ist auch falls du es nirgendwo nicht weißt. notwendig. Ich wollte es nur nochmal freundlich darauf hinweisen. Man kann in Tomb Raider 3 noch nicht um Ecken hangeln, aber Glück gehabt, dass man das nirgendwo muss. Was soll das denn für ein Spiel sein? Wo die Entwickler da stehen. Ja, du musst dich hier um eine Ecke hangeln, aber du kannst es leider noch nicht. Schade. Das war's jetzt mit dem Abenteuer.